Ihr Eierköpfe, heute wieder Skorpedes in freier Wildbahn. Heute ein kleines Video. Ich habe einen anderen Auspuff drunter. Ich habe meinen Shark Street GP runtergehauen. Und zwar aus dem Grund, erstens, weil er mir optisch nicht so zugesagt hat. Und der war mir einfach viel zu laut. Der hätte ja teilweise schon so geschrien, dass das richtig in den Ohren geklingelt hat. Und ich denke mal, für Dörfer und Städte, Anwohner war das sicherlich auch nicht so geil. Ob der DB-Killer drin oder draußen war, hat irgendwie keinen Unterschied gemacht. Und das andere Ding ist, ich hatte richtige Leistungslöcher. So, und jetzt habe ich zur Probe mal den originalen Auspuff drunter geschraubt. Der war Gott sei Dank beim Kauf dabei. Ich habe mich erstmal erschrocken, ey. Das Ding ist so leise. Es ist schon fast zu leise. Aber jetzt werde ich erstmal testen, quasi, wie die Leistung damit ist. Da soll ja angeblich ja mit den originalen Dingern ja immer am besten sein. Also ich muss schon sagen, jetzt auch untenrum, vielleicht ist das auch Spinnerei, aber... Nein, doch. Ich meine... dass ich da irgendwie bessere Leistungsentfaltung habe. Und ich bin gerade erst losgefahren vor 5 Minuten. Also ich muss schon... Ich glaube, dass ich sagen kann... Ja, doch. Ja. Das zieht ganz anders. Okay. Also leistungstechnisch mit dem originalen Auspuff deutlich besser. Also so krass hatte ich das bei anderen Motorrädern, bei meinen vorherigen nicht... Weil ich hatte mich schon gewundert, auch irgendwie, die kamen nicht richtig aus dem Quark unten rum. Und ich meine, das ist zwar nur eine 7,5er, aber... Und ich bin jetzt nicht der Leichteste, ne? Also ich wiege ja auch schon meine paar Gramm. Aber, ja, jetzt höre ich nur noch Wind, kein Motorrad mehr. Scheiße. Nee, also ich denke, dass ich da wieder zu MIF gehen werde, beziehungsweise vielleicht auch Storm, das ist ja die billigere Untermarke. Die billigere Untermarke von MIF. Storm GP oder MIF GP sind ja die gleichen. Und ja, mal schauen, für das Geld kann man das ausprobieren. Boah, Alter, ist das Ding kackenleise, ey. Doch. Ich glaube... Das Ding hat mehr Leistung jetzt. Ja, war aber nur an diesem bestimmten Punkt. Also war nur an bestimmten Drehzahlen. Da war wirklich so bis 5000, 6000 ging so gut wie gar nichts. Also du musstest die wirklich richtig orgeln. Muss man so oder so. Naja, sie ist jetzt kein Hubraumwunder. Aber jetzt habe ich da doch ein Ticken, ein kleines bisschen mehr Schub untenrum auch. Ich höre sie jetzt zwar nicht mehr, kommt mir vor wie Elektromotorradkapper. Aber vorher war sie ja so laut, also du konntest ja anhand der Drehzahl, wie die sich angehört hat, schon erahnen, oder du wusstest, in welchem Gang du bist. Jetzt muss ich echt überlegen, ich höre sie gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ihr was hört, aber ich kriege hier nur Wind ab. Okay, das ist wirklich extrem leise. Das wäre ja gar nicht so schlimm, aber der originale Auspuff ist einfach ultra hässlich. Ne? Der ist ja so lang wie ein Lastzug, ey. Aber egal, ich wollte das jetzt mal testen. Und jetzt wird er auch ein paar Wochen draufbleiben. Oh, richtig leise, ey. Wenn ich das vorher gemacht habe, ey. Da hat die richtig schön geschrien, so wie das sein soll. Aber das war zu laut. Mir war das zu laut. Und ich weiß damals, ich hatte auf meiner CBR 600 auch einen MIF. Und da gab es unterschiedliche DB-Killer. Irgendwie auch mit unterschiedlichen Breiten. Also mit den unterschiedlichen Durchlässen. Und da habe ich damals auch irgendwann einen mit, ich meine, da war 25 mm. Und da hattest du auch keinen Leistungsverlust, also zumindest nicht mehr wie
mit dem anderen DB-Killer, der bei Auslieferung dabei war. Weil da war nämlich nicht dieser ganz enge dabei. Und das war schon ein Unterschied. Also die hat dann nicht mehr so ganz geschrien. Und damit konnte ich gut leben. Das war ein guter Kompromiss. Mal gucken, ob die Alltagsmenschen noch stehen oder ob da schon jemand mit einer Spitzhacke drauf rumgekloppt hat. Ja, ich habe den heute Morgen nach der Nachtschicht um 7 Uhr noch eben gewechselt. Ich war noch nicht ganz müde. Nach der ersten Nachtschicht, das ist immer so ein Ding. Normalerweise bin ich da immer extremst im Arsch. Aber heute ging es richtig, weil ich habe mich ja gestern nochmal nachmittags hingelegt dann. Boah, ist ungewohnt, wenn du die Maschine so gut wie nicht hörst. Klar, jetzt in der Stadt hörst du sie. Aber die hat trotzdem einen ziemlich dumpfen Klang. Also solange du unten rumfährst, ne? Also untertourig. Also es ist schon so ein bisschen bassig. Aber so dieses typische Kawasaki-Fauchen. Das hatte meine ZX-12R. Da war auch damals der originale Auspuff drauf. Ja klar, hat natürlich viel mehr Hubraum. Da kam ein bisschen was raus, aber also klangtechnisch ist Kawasaki da echt doch hier auch auf ähnlichem Niveau, also zumindest gefühlt für mein Empfinden. Ah jo, hier stehen sie noch. Eigentlich wollte ich mir von Miff diesen Suono oder wie der heißt holen, aber der kostet irgendwie auch über 400 € und habt ihr sie noch alle? Da bin ich zu geizig für, muss ich ehrlich sagen. Sehe ich nicht ein, für einen Auspuff so viel Geld zu zahlen. Doch, die hat untenrum fährt sie besser. Ob das jetzt mehr Leistung ist oder nicht, aber sie fährt besser untenrum, doch. Ist tatsächlich so. Ich weiß ja nicht, also wenn ich jetzt irgendwann einen anderen neuen Auspuff drauf mache, ob das dann auch wieder ist oder ob ich dann vielleicht mal wirklich einen Power Commander holen sollte und dann wirklich alles drauf abstimmen sollte. Ich denke, dass ich das vielleicht sogar in Angriff nehmen werde dann. Was mir jetzt auf jeden Fall fehlt, ist das Nachknallen, also die Fehlzündungen. Das fehlt jetzt gerade mal richtig. Aber dafür, ich hatte auch spürbar, ja, wie ich schon sagte, mehr Saft im unteren Futter. Und ich meine, die vibriert jetzt auch weniger. Naja, die Z vibriert so oder so, ist ja allgemein bekannt. Ist ja auch eine Biene. Boah, das ist so ungewohnt, dass die so leise ist, ne? Kommt mir vor, als würde ich ein anderes Moped fahren. Ist aber doch jetzt sehr warm. Boah. Ja gut, dann mache ich jetzt hier mal einen Cut. Sag Schluss für heute. Ich muss jetzt noch auf jeden Fall zu Hause was essen und ein bisschen abschalten noch, bevor ich heute Abend wieder zur Arbeit muss. Ich denke, also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Nachtschicht ist schon echt nicht so geil. Wenn ihr mein langweiliges Gelaber demnächst wieder sehen wollt, lasst mir noch gerne ein Abo da und diese komische Glocke da aktivieren. Folgt mir auch auf Instagram. Und dann sehen wir uns bald wieder. Okay, dann haut rein, Leute.